Und dann schreibt er auch noch so gnadenlos von der CSU ab, denn die hat ja schon im November 2016 ein Grundsatzprogramm aufgelegt mit der schönen Überschrift Die Ordnung. Und da steht auch schon, bei uns ist üblich, dass man anderen Menschen mit einem die Hand gibt und mit einem Gruß verabschiedet. Wer bei uns lebt, muss sich nach unseren Gepflogenheiten richten. Hat Herr Demmes ja bei Ihnen abgeschrieben, um Sie aus Berlin fernzuhalten? Also das sind schon zwei falsche Behauptungen in einem Satz. So kommen wir hier wirklich nicht weiter. Doch, so kommen wir weiter. Nein, ich stimme Ihnen zunächst einmal zu, lieber Jörges. Ja, wir müssen in der Tat, genau darum geht es, das Land zusammenhalten. Und deshalb ist diese Debatte keine, die ausgrenzen soll, aber sondern eine, die uns selbst vergewissern soll, wofür wir stehen. Jetzt erlebe ich schon seit einer Weile, seit Jahren, dass der Begriff Leitkultur alle möglichen Leute sofort auf die Palme bringt. Genau. Lassen Sie uns doch von mir aus auch gern über die Inhalte auch ohne den Begriff reden. Sie haben vorhin selbst gesagt, ja, was de Maizière dann gesagt hat, wie zum Beispiel das Leistung zu unserem gesellschaftlichen Verständnis, das finden Sie ganz normal, finden Sie in Ordnung. Ist das Deutsch? Was sagen ist Sie das mir? Jetzt nein, ich dachte, das können Sie auch europäisch definieren, wie auch immer. Aber wenn wir da mal über die Inhalte reden, dann sagen Sie mir doch bitte von all dem, was de Maizière da aufgelistet hat, welche der Punkte halten Sie denn für falsch? Ja, nicht bloß über die Überschrift aufregen, sondern bitte, was von den Inhalten halten Sie denn für falsch? Ja. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns klar werden, was macht das Zusammenleben bei uns aus? Ich sage nochmal, wohin wollen wir denn integrieren? Was sage ich denn jemand, der neu zu uns kommt? Was versteht ihr denn unter Integration? Wenn ein Ausländer, der neu kommt, was erwartet ihr denn von mir, wenn ihr sagt, ihr wollt mich integrieren? Ja. Da muss ich doch Klarheit drüber haben. Kann ich denn nicht immer nur mit der Überschrift Integration arbeiten? Darf ich um eine Sache bitten? Einfach nur der schönen Ordnung halber, weil wir reden gleich über das, was Sie vermutlich als erstes auch sagen würden. Das betrifft eben die Ausgrenzung der Muslime. Großes Thema, aber vielleicht widmen wir uns mal den anderen Punkten. Finden Sie denn noch etwas, wo Sie sagen, er schließt die Menschen aus, er grenzt eben ab und schließt nicht ein? Alleine der Begriff Leitkultur kommt von Leiten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es echte Deutsche sind gegen nicht echte Deutsche. Mhm. Die einen Quatsch. Sind die Herren im Haus und die anderen sind die Gäste. Ich sag Ihnen das, weil ich ja auch Zuschriften von jungen Menschen kriege, die genau das fühlen. Sie haben das Gefühl, hier wird eine Debatte geführt, an der Sie nicht, genau wie Sie das gesagt haben, Herr Jörges, an der Sie nicht teilhaben. Mhm. Sie sind sozusagen die Bittsteller in dieser Gesellschaft und die anderen geben ganz klar die Regeln vor. So ist das aber nicht. Diejenigen, die in der vierten Generation, wie meine Familie inzwischen hier leben, sind weder Bittsteller noch Gäste, sondern sind gleichberechtigte Mitglieder in dieser Gesellschaft, haben Rechte und Pflichten wie jeder Mann auch. Und deswegen, das ist der Vorwurf, den ich Herrn Demmesier mache und ich teile das, was Sie sagen. Ich würde sagen, das ist ein Machtkampf zwischen zwei älteren Herren, der aber auf dem Rücken von ganz vielen Menschen ein Fünftel der Bevölkerung ausgetragen wird. Die Forderung per se, ich habe ja nichts dagegen, wenn wir darüber diskutieren, was uns als Gesellschaft ausmacht, wo wir hinwollen, nicht woher wir kommen. Ich glaube, wir müssen diese Debatte, woher kommst du, hinter uns lassen. Ich habe keine Lust, ständig und permanent gefragt zu werden, woher kommst du und woher kommen deine Eltern? Ja. Ich sage dann, ich bin deutsch und dann sagen sie, ja, aber woher kommst du denn wirklich? Das muss irgendwann aufhören. Ich möchte, dass wir nach vorne blicken. Als Gesellschaft. Und wir können zum Beispiel... Ich frage ja eben nicht danach, woher Sie kommen, sondern ich sage, wohin integrieren wir? Genau, fragen Sie vielleicht nicht, aber viele andere tun das. Und wenn Sie Leitkultur hören, dann hören Sie genau das. Wissen Sie, was die mir geschrieben haben? Ganz viele per Mail, Twitter, Facebook. Sie können den deutschen Pass haben, solange Sie, wie Sie wollen. Sie werden nie echte Deutsche sein. Das Aber über die Frage der Leitkultur müssen wir doch sprechen dürfen, ohne dass sofort der Vorwurf im Raum ist, dass man sagt, hier spaltet jemand. Und ich finde es im Übrigen auch völlig legitim, wenn wir etwas definieren, wo wir sagen, das hat bei uns Priorität und alles, was dazukommt, ist dahinter. Das sind die Hausregeln. Das sind die Hausregeln. Ja. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Ja. Und das sagt, wenn du in ein Land kommst, dann frag nach den Verboten. Und wenn du in ein Dorf kommst, dann frag nach den Bräuchen. Und wenn du in ein Haus kommst, dann frag nach den Namen der Bewohner. Mhm. Was das sagen will, ist, wenn du in ein fremdes Land kommst, dann schau, wie die Menschen dort sind und halte dich daran. Und das ist im Endeffekt eigentlich das, würde ich sagen, was die Leitkultur ausmacht. Dass man sagt, jeder, der hierher kommt, akzeptiert, dass wir hier eine gewachsene Kultur haben und dass nicht wir uns ändern müssen, sondern dass jemand, der herkommt, sich uns anpassen muss. Aber was gehört dazu? Ich gebe Ihnen im Prinzip recht. Aber
Es gehört doch heute sehr viel mehr zu unserer Leitkultur, dass wir mit Flüchtlingen und Asylbewerbern freundlich umgehen. Auch in Bayern, da auch wo Sie herkommen. Das tun wir. Gerade in Bayern kümmern sich viele Menschen engagiert, auch CSU-Mitglieder aus der christlich-sozialen Bewegung kümmern sich um Flüchtlinge. Das ist aber in diesem Papier nicht beschrieben. Wir haben einen Anstieg recht, weil Sie das doch tun. Wir müssen schauen, was steht in diesem Papier. Das ist erstens falsch, weil in dem Papier ausdrücklich auch davon die Rede ist, dass wir Flüchtlinge, die da bleiben dürfen, die Hand reichen. Wir müssen mal unterscheiden, was steht in diesem Papier drin und was meinen wir mit Leitkultur. Und wenn wir auf dieses Papier gucken, das hat für mich einen ganz einfachen, simplen, durchschaubaren, politisch-taktischen Sinn im Wahlkampf. Ja, dann lassen wir doch dieses Papier weg. Also, ich meine, wir können doch über Leitkultur ohne diskutieren. Ich beerdige es sofort. Die Burka, wir sind nicht Burka. War die Überschrift. Lassen Sie uns davon weg. Ich habe wirklich eine Bitte, weil die Frage der Behandlung des Islam darin ist ein eigener Teil. Ich möchte trotzdem, bevor wir da hinkommen, doch, weil ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. Vielleicht kann man es ja an einfach ein Beispiel. Ich will ein anderes Beispiel. Darf ich ein anderes nehmen, was nichts mit Islam zu tun hat? Ja, da steht drin, wir sind stolz auf Leistung. Ich kenne niemanden, der es nicht ist. Die ersten Muslime, die ich persönlich in meinem Leben kennengelernt habe, waren türkische Bergarbeiter im Ruhrgebiet. Das ist Jahrzehnte her. Die waren unten 1000 Meter unter der Oberfläche, haben die am vordersten Streb gearbeitet, wo es heiß war und staubig und wo man gar nicht aufrecht stehen konnte, wo man gekrochen ist an den Maschinen entlang. Die haben schon immer Leistung gelebt und die müssen heute in so einem billigen Papier irgendeines Referenten aus einem Ministerium vorhalten lassen, dass sie vielleicht nicht leistungsbereit sind, weil nur die Deutschen, die Biodeutschen, sagt doch keiner. Natürlich wird das den Leuten vorgehalten. Wir können doch nicht ignorieren, was bei den anderen ankommt. Ich bin ja auch bei Ihnen, wenn es heißt, lassen Sie uns mal darüber sprechen, was unsere Identität ausmacht. Und wir können auch Identität positiv formulieren. Es gibt so vieles, worauf wir stolz sein können in diesem Land. Da brauche ich aber nicht, so vergessen Sie das Papier, aber das, was bei dem anderen ankommt, und das müssen wir wahrnehmen. Ich bin ja bei Ihnen, wenn wir darüber diskutieren, was uns ausmacht als Land und was wir wollen und was Deutschland stark macht und so weiter. Da bin ich bei Ihnen. Aber Sie können nicht ignorieren, wie das bei anderen wahrgenommen wird. Und bei anderen wird das wahrgenommen als, ich gehöre nicht dazu und ich bin nicht leistungsbereit. Das ist eben aber nicht so. Frau Mabuse, ich mache einen ganz kurzen Zwischenschritt. Frau Mabuse, Sie haben ja einen Einbürgerungstest gemacht. Genau. Dazu gehört doch auch, die Nationalhymne zu singen. Das muss man ja erstmal üben. Genau, ich müsste das muss man singen. Den Text. Ja, Text muss man können singen. Also das, ich habe das in Bayern gemacht und da musste ich vorsingen und zeigen, dass ich kann meine... Die bayerische Hymne? Nein, die deutsche Hymne, die ich direkt danach leider vergessen habe. Aber jetzt geht's besser. Aber das war wirklich Teil davon. Ich habe auch keine Probleme... Sie mussten auch so ein paar Sachen über Deutschland wissen? Richtig. Oder was? Und das fand ich interessant. Ich fand es gut, um zu sagen, okay, Mutzi, du wohnst in diesem Land, du hast viel gelernt von diesem Land oder musst viel, wie funktioniert das Ganze? Aber das war auch dann für mich dann gut. Das reicht. Jetzt für mich war es, geh raus und lebe dein Leben, bring, was du bringst und alle bringen, was die bringen. Das ist ein und sehr wichtiges... Finden Sie sich denn auch ausgegrenzt von dieser Debatte? Das ist ja das, was Frau Schäblis sagt. Manche Menschen fühlen sich davon dann ausgegrenzt. Das ist schwierig, weil tatsächlich, dass Leute sagen zu mir dann, du hast keine Ahnung. Ich bin Deutsch, ich kann auch darüber reden. Also mein Passport sagt Deutsch, weil ich habe sogar Angst zu sagen, ich bin Deutsch. Das muss man überlegen. Ich habe einen deutschen Pass, ich bin Deutsch. Mhm. Aber schon, wenn du Leute sagst, du bist Deutsch, die gucken, wenn du spinnst. Ne? Insofern sage ich das vorsichtig. Ich bin Deutsch und muss dann erklären, wieso bin ich Deutsch. Diese 10 Punkte richten sich ja gar nicht an Migranten. Dann müssten sie in Arabisch verfasst werden und an der Grenze verteilt werden. Die stehen in einer großen Tageszeitung für die Deutschen, und zwar für die konservativen und rechten Deutschen. Die sollen angesprochen werden. Und ich will da anknüpfen. Die Migranten kommen ja im Regelfall in Bayern, glaube ich, besser als in anderen Ländern, wie üblich, in Integrationskurse, wenn sie hier ankommen. Da ist ein Teil Deutsch lernen und der andere Teil ist der Orientierungskurs. In diesem Orientierungskurs, das ist im Regelfall 100 Stunden,
kriegen die beigebracht, was die deutsche Rechtskultur ist, was die deutsche Lebenskultur ist, was die deutschen Werte sind. Die werden also sehr intensiv damit konfrontiert, wie in Deutschland gelebt wird, wie wir denken, was unsere Gemeinsamkeiten sind. Das billige Ding hier, was die in einer Sonntagszeitung lesen, bleibt ja meilenweit hinter zurück. Es ist auch gar nicht für die gemeint. Ja. Es ist für ganz andere gemeint. Für Wähler gemeint. Da müssen Sie aber jetzt zunächst mal unterscheiden. Das bei den Kursen, von denen Sie gesprochen haben, was soweit alles völlig richtig ist, da geht es darum, wie ja auch Ihr Beispiel gezeigt hat, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Das ist sozusagen der Schluss- und Höhepunkt der Integration. Nein, wir reden über Deutsch und Integrationspolitik. Also Frau Mabuse hat das besucht als sich jeder, der in unser Land kommt. Aber es ist ja gut, Inhalt. Am Anfang gab es da auch lange Diskussionen mit dem Inhalt der Integrationskurse. Jetzt haben wir offensichtlich darüber immerhin schon einen relativ breiten Konsens. Aber ich möchte gerne noch mal auf das eine Beispiel vorhin mit dem Handgeben zurückkommen, weil das für mich schon ein Beispiel ist. In der Tat, dieser Staat schreibt niemand vor, dass alle sich hier die Hand zu geben hätten. Aber es ist ein guter Brauch. Und jetzt, wir haben ja schon solche Beispiele gehabt in Deutschland. Jetzt nehmen Sie mal zum Beispiel einen Unternehmer, der stellt einen neuen Mitarbeiter ein. Vielleicht sogar einen Flüchtling, der neu zugekommen ist. Und dann stellt er nach ein paar Tagen fest, er hat da jemand eingestellt, der weigert sich, einer Frau die Hand zu geben. Was macht er dann? Genau. Dann, und das ist der Punkt. Und das sage ich Ihnen in der Tat, wenn der Unternehmer sagt, Entschuldigung, das ist da eine Art, aber so einen Mitarbeiter kann ich nicht brauchen, der sich weigert, einer weiblichen Kundin, die in die Firma reinkommt, die Hand zu geben. Wozu braucht er da und dann den Innenminister? Dann wird er gekündigt werden. Und dann muss ich sagen, das ist da nicht rassistisch, wenn ich sage, so jemanden kann ich hier nicht beschäftigen, sondern das ist dann das gute Recht dieses Arbeitgebers zu sagen, nee, jemand, der sich weigert, einer Frau die Hand zu geben, den kann ich in meiner Firma nicht brauchen. Sie gehen ja einen Schritt weiter. Weil das üblich ist in Deutschland, sich die Hand zu geben. Sie gehen ja einen Schritt weiter. Und vor allen Dingen nicht Frauen zu diskriminieren. Sie gehen ja einen Schritt weiter. Sie haben aber Deutschland diskriminiert von dem, Sie haben ja in Bayern vieles von dem, was eben da steht, in einem Integrationsgesetz schon auch zum Gesetz gemacht. Ja. Da steht zum Beispiel drinnen, ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von Sitten und Traditionen. Ich nehme mal an, sowas wie Handgeben würde darunter fallen. Und Sie sagen,